Moin Moin und willkommen zurück bei Ark Fjordur. So, ich bin allmählich wieder der Beherrscher meiner Stimme. Deswegen musste ich das kurz so episch bezeichnen. Nein, betonen. Dumm bin ich trotzdem noch so ein bisschen, aber es passt schon. Bin auch immer noch nicht so ganz fit, aber ich werde jetzt so häppchenweise mal schauen, wie weit ich komme. Vom Reden her. So rein körperlich insgesamt bin ich definitiv auf dem Weg der Besserung. Das kann ich definitiv schon mal positiv dazu sagen. Warum bin ich hier so fast tot? Ach so. Ja. Deswegen. Ich habe noch ein bisschen Blut abgezapft von mir. Ich glaube, ich habe das hier im Kühlschrank. Ja, wir sind jetzt schon bei 44 Blutpacks. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man so viel Life hat. So. Bevor wir auch in die Folgen gehen, ich muss mich hier ein bisschen regenerieren. Werde nebenbei. Das heißt nebenbei. Lass mal gucken, ob wir ein Industrieherd machen können. Boah. Ja. Gut. Witzige Geschichte. Es kann sein, dass diese 43 Blutpacks vielleicht auch zustande gekommen sind, weil ich es einmal vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Aber ja, das ist natürlich eine reine Theorie. Es gibt keine Beweise dahingehend, ne? Das war, ja. Danke fürs Gespräch. Industrie. Grill, genau. Kocher wäre natürlich auch noch geil, aber ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht. Ich will einfach nur den Industrie-Grill einmal haben. Um ein bisschen Fleisch zu braten. Ja, lol. Ach, das die kostet ja auch fast nichts. Kein Wunder, dass wir uns das leisten können. Finde ich gut. Danke fürs Gespräch. Stelle ich jetzt hier einfach erstmal mit hin. Das bleibt hier nicht, das verspreche ich. Ich glaube, das stelle ich nicht mal hier oben hin. Stelle ich hier einfach eiskalt in die Mitte, damit er mich einfach nervt, damit ich auch ja nicht mich versuche davon zu stehlen mit der Ausrede. So. Ich hätte gern ein bisschen Fleisch. Oder Filet, ist mir egal. Großes Fleisch. Ach du Scheiße. Ja. Ob das reicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich werde definitiv aber davon noch einiges hier wieder reinpacken. So. 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 Perfekt. Ah, die Sonne geht auf. Ah, Tirina. Ah, ist das schön. Ja, ich glaube, ich beseitige das Symbol der Schande mal hier. Upsi. So, ach so, der Grill ist ja oben. So. Genauso wie auch hier, diese, Rampe und die Tür direkt darunter wird alles noch angepasst. Versprochen. Oh, Essen. Boah, ich bin jetzt gerade so geil auf das Essen, weil es heilt. Das finde ich ganz nett. So, ich wollte noch auf ein paar Kommentare eingehen. Aber Moment erstmal.
Ist ein Thylakoleo kleiner als ein Shadowbane? Ja. Oder? Ich sag ja. Ich würde nämlich gerne nochmal in die Höhle. Ja, gut. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert von uns. So, denn es gab da... Wir haben keinen Teleporter mehr da. Das heißt, ich muss den Weg dahin finden. Gut, dann machen wir das doch anders. Wir wollen ja nicht kämpfen in dem Sinne. Wo ist Mr. Maving? Tracy, Petra, Manfred, da. Ich habe vergessen, dass ich nicht voll geheilt bin. Egal. Egal, egal, egal. Folgt bitte nicht mehr dem Merwing, sondern folgt an Andrea. Bis auf den Merwing, der folgt mir. So, genau, mit dem sind wir dem schneller unterwegs. Ich habe den Hinweis bekommen, dass es aus dieser Höhle doch einen Ausgang gab. Und zwar genauso, wie auch der Eingang in dieser Höhle war. Ich habe die ganze Zeit ja auch so einen Vergleich zu Skyrim gezogen. Und letztendlich hätte ich da wahrscheinlich auch selber drauf kommen können. Es gab nämlich noch so einen Stein, der als Geheimweg funktionierte. Der wahrscheinlich, das stand jetzt nicht im Kommentar drin, aber ich vermute mal, eine ähnlich runde oder ovale Form haben müsste und direkt vom Ausgang ist. Netterweise hat mir Katrin noch dazu geschrieben, wo dieser Fels war. Und zwar bei dieser Sackgasse, wo wir uns hochgearbeitet haben. Ich würde jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber das gerne einmal kontrollieren. Also jetzt nicht, weil ich ihr nicht glaube, sondern weil ich das selber sehen will und vielleicht andere von euch das auch nochmal sehen wollen. Ist ja nicht jeder so perfekt informiert. Muss halt nur erstmal wieder ankommen. Das ist so das größere Problem. Deswegen habe ich jetzt mich für den Maverick entschieden. Der ist einfach flotter. So. Das war nämlich irgendwie in dem Eisgebiet schon an der Grenze zum Herbstwald. Müsste aber offensichtlich zu erkennen sein. Da bin ich zuversichtlich. Oh, hier drüben ist Herbstwald. Das wird schon. Und das ist frostig. Ja, ja. Ich glaube, wir werden das schon finden wieder. Oh. Ach so. Du bist ein Trope, Junge. Gnados, Dingster. Oh. Entschuldigung, Mr. Mam. Und dann... Stand da gerade 130 Fibé? Moment. Ja, ich gehe ja schon. 130? Ja. Wie geil ist das denn? Kann ich doch da unten noch festsetzen, oder? Leute? Kurze Planänderung. Wir holen uns einen Giga. Oh mein Gott. Den will ich haben. Hobe. Wow. Oh, habe ich überhaupt gestartet, Aufnahme? Ja.
Du hör auf, mir zu folgen. Tyler, du wirst auch umgepackt. Hey. Ich muss mal kurz den Zähmkäfig mitnehmen. Hier. Zum Beispiel brauche ich bei denen auch keine Türen, weil der eh nicht da durchpasst. Das ist ganz witzig, würde ich mal sagen. Ich würde die vielleicht auch unten in die Schnellwahl packen, lieber. Ja, zum Beispiel auch Netzwerfer brauche ich jetzt bei dem Giga nicht unbedingt. Wow. Ich esse mal was. Okay. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, ich gebe es zu. Der da. Oh Gott, ich bin sehr aufgeregt. Ach! Das ist ein Zauberkraft aus einem Grundstück sogar. Nee, oder? Lass mich hier weg. So. Ich glaube, das war's schon mit dem Zehnkäfig. Der kommt da nicht raus. Wie geil ist das denn bitte? So. Leute. Das ist nicht wahr. Sorry, das ist zu aufregend. So. Kannst du noch ein bisschen folgen, ruhig? So. Habe ich dich getroffen? Hey. Jetzt habe ich getroffen. Hör mal auf, mir zu folgen. Das geht nur schief. Es ist direkt weg. Wow. Wow, aber. Ich brauche 90 Pfeile in etwa. Das ist heftig. Gut. Also einfach draufhalten. Bis die Muni leer ist. Direkt, ja, so ein schöner. Ey. Wie geil ist das denn? Ich gebe zu, der hat mir eigentlich noch ein bisschen zu viel Bewegungsspielraum hier. Aber kann ja nicht alles haben. Wer braucht schon Spinos, wenn man mit einem Giga rumrennen kann? Das Problem ist, es dauert natürlich jetzt wirklich ewig, ne? Aber das schaffen wir. Wenn ich treffe. Oh, wenn ich zu viele Pfeile daneben haue, wäre das richtig bitter. Es ist so ein schönes Tier.
Ich treff nicht! Na gut, ich kann auch die normalen Betäubungsfeile, glaube ich, abfeuern. Davon müsste ich zu Hause im Schrank auch noch ein paar hundert haben. Aber ich müsste sie dann halt schnell holen. Boah, ist das ein weiblicher? Da gibt's doch direkt schon wieder einen perfekten Namen für. Das, wenn's nicht furchtbar schief geht, wird Gigante. Schon ein bisschen blöd, wenn du dich nicht wehren kannst, oder? Ich mach das auch gerade nur, weil das ist irgendwie gefühlt ein Geschenk von Arkrad. Oh Gott, ist das gut! Scheiß auf die ganzen Rohstoffe, die das gerade kostet. Oh, ich treffe nicht mehr. Ah. Sind wir gerade. Wow. Pfeile reichen nicht, wenn ich das richtig sehe. Oder es wird knapp. Ich muss die Einserpfeile holen. Scheiße! Ich weiß nicht, wo der Teleporter ist. Oh, verdammt! Scheiße! Okay. Wir nennen das mal freundlich ein selbstgeschaffenes Grab. Und was wird darin begraben? Die Hoffnung. Oh nö, der war schon wieder daneben. Oh, vier Stück nur noch. Oh. Ich laufe hier gerade nur so wild rum, weil ich hoffe, den Teleporter unterwegs zu sehen. Ich muss den ja hier irgendwo haben. Scheiße. Ein schönes Leben. Wo zur Hölle ist der? Da, da, da. Oh, fuck. Home, home, home. Oh, ich krieg Krise, ich krieg Krise. Oh Gott, das ist so aufregend, das ist so aufregend. Das ist so aufregend. Nur, egal. Fuck.
Nee. Ja, nice. Das hat doch gereicht. Scheiße, geil. Entschuldigung. Oh Gott. Diese Freude gerade. So. Ich park mit dem Ding hier unten. Also mit unserem Mavic. So, ich brauche Narkobeeren und Hammelfleisch. Oh, scheiße. Oh, yeah. Hammel. Und zurück. Oh, das ist aufregend. So, das mit den Narkobären ist natürlich wieder das übliche Konzept. Die ticken am längsten hoch. Die geben jetzt nicht die meiste Betäubung, aber der Zeitfaktor ist enorm geil bei den Dingern. So. Und wir holen neue Narkobären. Das Hammelfleisch reicht ja hundertprozentig aus. Da brauche ich ja nur 5 Stück von und dann ist gut. So. Einfach weg. So. Auf geht's. Oh Gott. Das mit dem R-Giganoto ist so. Okay. Warum bin ich hier gerade von Skorpionen heimgesucht? Was habe ich euch getan? Naja, ist egal. Ich kann euch noch einfach um euch rüber quatschen, glaube ich. Jo. Oh, ich weiß, wir haben bei Genesis 2. Das war der erste Giga, den ich jemals überhaupt gezähmt hatte. Und das, ich weiß doch, was das für ein Kampf war, den in der Themebox zu bekommen. So, ja, irgendwie war es mit den ganzen Kommentaren eigentlich auch anders geplant gerade. Sorry. Die Richtung. Danke. Ja, selber schuld, Kätzchen. Was sammelt sich denn da in dem Loch? Ja, gut. Mach mal. Da will ich mich nicht einmischen. Ist hier drin, was ich gerade eiskalt rausgeschmissen habe. Kommt, ich nehme ich.
Nö. Gutes Gespräch, danke. Gott, er hat schon ein zweites Mal gegessen. Ja, steigt noch. Genau deswegen Narkobären. Nochmal 100 hinterher. Gut zur Sicherheit. Oh. Und unseren lieblos abgestellten Melvin nehmen wir auch nochmal weg. Gott. Also das, was ich gesagt habe mit Höhle. Das machen wir trotzdem noch. Nur nicht heute. Absolut nicht heute. Wir können auf jeden Fall mal den übrigen Hubble nach Hause bringen. Macht keinen Sinn im Giga. Ich pack dich mal hier in der Nähe. Weil mit dir werde ich diese Höhlentour machen. Weil wir da einfach schnell mit ankommen. Oh mein Gott, wir holen uns gerade einen Giga. Ich fasse es nicht. So komplett ungeplant. Ha! So. Wo war denn hier das ganze rote Zeug? Ah. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Blut ab. Essen nebenbei. Perfekt. Dann sind wir, glaube ich, gut dabei. Die Narkobären würde ich einfach aus Sicherheitsgründen in meinem Inventar belassen. Und wir stellen uns zu unserem... Oh, warte. Sattel. Das ist doch einer der größten Vorteile dadurch, dass wir unseren Charakter behalten haben. Jo. Der ist nicht mal teuer. Okay. Hey. Wirklich nicht teuer. Hm. Aber ich meine, irgendwas war doch mal mit den Gigas, so nach dem Motto, dass die den Reiter angreifen, oder? Ach, wir haben sogar hier noch 71, ich fass es nicht. Die Pfeile, bitte. Ach, die mache ich an meinem Inventar, ne? Ja, gut. Geil. Oh, musst du noch einmal fressen? Oh, das heißt, ich kann die Bären auch wieder zurückpacken, oder? Oder singst du? Na, das singt nicht. Das zählt nicht. Pack ich die Beeren mal in den Kühlschrank. Oder... Nee, nicht oder. Kühlschrank. Du kommst... Ja, komm, hier mit drüber.
Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Streit mit dieser Tür war. Wow. Einmal fressen noch. Einmal. Oi. Oh. Doch. Es steigt immer noch. Ah, ich liebe dieses Narkobären-Prinzip. Oh, haben wir jetzt kurz einen Moment Zeit. Ich wollte doch was von den Kommentaren sagen. Ich wollte mal ganz... Oh Gott! Oh Gott! Nicht hier. Das. Zelebrieren wir anders. Ich wollte ein ganz großes Danke raushauen an die ganzen gute Besserungswünsche. Die kamen ja unter einigen Folgen, weil ich bin ja jetzt schon seit längerem am Kränkeln gewesen. Ah, das Schwein hat meine Dinger beschädigt. Ah, Steinholzstroh. Ja gut, das können wir aber nebenbei mal holen hier. Ja gut, ich dachte, ich kriege da vielleicht Steine draus. Macht keinen Sinn, aber es ist okay. Da gab es ja wirklich so einige, die auch gesagt haben, genau richtige Einstellung mit meinem Gang zurückschalten und sonst was. Gab es unter dem Community-Post, den ich gemacht habe. Gab es unter den Videos. Einfach nur... Danke. War schön, da so zu lesen. Weiß nicht, wie ich das so sagen soll, aber... Fand ich schon sehr schön. So, aber hier funktioniert das Ding mit Sicherheit, oder? Ist da ein neuer Kicker gespawnt? Jo. Neuer Giga. Cool. Aber 90 Mail. Ich bräuchte, wenn jetzt ein R als Mail. So. Reparieren. So, Moment. Essen. Blut abzapfen. Einfach alles hier. So. Also die Kommentare, die ich jetzt hier direkt offen habe, die kamen von Dark Wolf, von Tanja, von Katrin, Sonja. Ich glaube von Sonja sogar mehrfach. Ja, das ist es. Einmal unter dem Community Post und einmal unter Videos. Einfach. Danke. Naja, ah, hier unten so Kilian. Puh. Ja. Einfach nur danke. Jetzt werden wir noch. Entschuldigung. Nicht die Gesundheit in Person, aber man kann mit mir wieder was anfangen. Das ist schon schön. Und das war für mich, ich muss auch wirklich sagen, war eine echt schwierige Entscheidung für mich, zu sagen, dass ich das mit dem Upload-Plan dann lasse. Also, dass ich da dann mal aussetze. Das war so eine von den, ja, wie soll ich sagen, von den Ansprüchen, die ich mir an mich selbst mal gesetzt habe, dass ich meinen Upload-Plan eigentlich immer versuchen werde zu halten. Und das ist jetzt das erste Mal, bin jetzt glaube ich seit über einem Jahr dabei,
wo es tatsächlich nicht geklappt hat. Ich meine jetzt nicht, wenn mal ein Video zu spät oder so kam, so ein, zwei Stunden oder zu früh. Da gab es ja einige Ereignisse in der Vergangenheit. Sondern eher primär die Anzahl der Folgen auf die Tage betrachtet. Und entsprechend fand ich es halt noch schöner, dass es da eigentlich nur positives Feedback gab. Das war supi. So, wir gucken uns Gigante selbstverständlich aber einmal an. Ist ein bisschen groß. Ah, du? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie uns beißt. Wirklich. Ha. Lass uns mal was angreifen. Was für ein Monster. Mavic, mitkommen. So. Oh, 630. Ja. Nett. Tracy, geh weg, wenn du nicht auch gebissen werden willst. Vor allem, das ist jetzt einfach nur der Grundschaden. Nicht gelevelt. Kannst du auch was Spezielles? So kann ich dich auch nochmal bewundern, fällt mir gerade ein. Hey. Hey. Das labert sich so doof aus. Ah. Erstklassige Farben. Richtig guten Glück, guten Griff gehabt. Hier lohnt sich ja fast nichts zum Snacken. Oder unten ist ein Rex. Ja, doch, die können wir noch mitnehmen. Having, mitkommen. Oh. Ja, gut. Giga braucht wohl etwas tieferes Wasser. Um. aufgefangen zu werden. Oh. Ei. Ist das geil? Okay, ich bin glücklich und zufrieden. Das Problem ist, der Sturz hat jetzt irgendwie 7000 Schaden gemacht. Weißt du dann so, wie viel? Nicht so viel. Ja, gut, der Giga kriegt nicht so viele. Also so viel Pluspunkte, wenn man ihn aufwertet. Aber Schlimmeres, ich glaube, da vorne ist noch ein Schaf. Lass uns ein Schaf reißen. Oh, wie schnell die Ausdauer sich runterzieht, ne? Oh! Boah, der Schubs hat mich in den Brotto geschubst. Frech.
Okay, okay. Geil. Ich bin zufrieden. So, gigantisch. Ich pack dich trotzdem erstmal wieder den Ball zurück. Ja, Alter. Was du hier schon rausgeholt hast aus ein paar Gegnern. Okay. Mervin, ab nach Hause. So, ich würde aber auch schon mal sagen, das war's mit der Folge für heute. Wir werden beim nächsten Mal ähnlich starten. Ähnlich starten wie heute. Ich würde mir gerne diese Höhle nochmal angucken. Und dann schnappen wir uns wieder den Mervin. Aber wir starten diesmal von dem Teleporter aus, wo der Giga war. Wir sind da. Ich werde den Giga jetzt hier auch rauslassen. Habe ich sogar noch in der Hand. Kann er sich nämlich regenerieren. Supi. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, dass das morgen klappt. Ich kann es noch nicht versprechen, aber ich versuch's. Tschüss.